Ja, hier war es mucksmäuschenstill bei der Prognose. Man hatte doch mit 40 plus gehofft. Nun ist man leicht darunter, aber das kann man gut verknusen, denn die nächste Partei, die Linke, hat knapp die Hälfte des CDU-Wertes und natürlich wird der neue Ministerpräsident wieder Stanislaw Tillich heißen. Dennoch muss man sagen, dass die CDU hier weniger eingefahren hat, als sie oft hatte. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Sachsen überhaupt nicht zur Wahl gegangen sind, unter 50%. Und für die CDU kam das Problem hinzu. Die Umfragen sahen hervorragend aus und viele CDU-Unterstützer werden sich gedacht haben, das wuppt die CDU auch ohne meine Stimme, da mache ich doch nochmal einen schönen Sonntag. Es sind ja auch Ferienende, der ein oder andere war vielleicht noch nicht da. Also darunter mag es sicherlich auch gelegen haben. Und dann natürlich der starke Zulauf zur AfD, das werden wir ja dann sehen, wird sicherlich auch der ein oder andere CDU-Wähler eventuell dabei gewesen sein. Insgesamt also wird Stanislaw Tillich auch der neue Ministerpräsident sein. Er kann sich aussuchen, mit wem er regiert. Und die SPD, würde ich sagen, ist der wahrscheinliche Koalitionspartner. Noch ein kurzes Wort zur AfD. Stanislaw Tillich gehört ja dem Bundesvorstand und dem Präsidium der CDU an und die hat eine Zusammenarbeit mit der AfD völlig ausgeschlossen. Als Ministerpräsident in Sachsen hat er das nicht getan. Viele in seinem Umfeld sagen aus taktischen Gründen, man will sich nicht kampflos der SPD ergeben bei Koalitionsverhandlungen. Das soll der Hintergrund sein. Eine wirkliche Zusammenarbeit schließt man hier zumindest im Konrad-Adenauer-Haus aus und damit zurück nach Bonn. Ja, vielen Dank, Gerd Joachim von Fallois.